Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Fraktionsvorsitzenden von SPD und FDP, Wehner und Mischnick, sind bei ihrem überraschenden Besuch in Ost-Berlin heute auch mit SED-Chef Honecker zusammengetroffen. Wie die DDR-Nachrichtenagentur ADN vor einer Dreiviertelstunde meldete, haben alle Politiker übereinstimmend ihre Genugtuung über die Fortschritte zum Ausdruck gebracht, die während der letzten Zeit für die Entspannung und Sicherheit in Europa erzielt werden konnten. Die drei Gesprächsteilnehmer hoben die große Bedeutung der Verträge der UdSSR und Polens mit der Bundesrepublik und des Abkommens zwischen Bonn und Ost-Berlin hervor. Diesen Film zeigte das DDR-Fernsehen vor einer halben Stunde. Der SED-Chef Honecker brachte die Erwartung zum Ausdruck, dass der Grundvertrag baldigst in Kraft gesetzt werden kann. Seine strikte Einhaltung und volle Anwendung, so sagte Honecker in dem Gespräch weiter, werde es ermöglichen, günstige Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen der DDR und der Bundesrepublik zu schaffen. Die Folgeabkommen über bestimmte Komplexe werde eine besondere Rolle bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten spielen. Das Gespräch fand, wie im Anschluss daran mitgeteilt wurde, in sachlicher und aufgeschlossener Atmosphäre statt. Die Gespräche der Fraktionsvorsitzenden sind in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik mit Überraschung und Verwirrung aufgenommen worden. Unter strengster Geheimhaltung war Wehner gestern nach Ost-Berlin gefahren. Einzelheiten über den Hintergrund des Meinungsaustausches mit Volkskammerabgeordneten, der heute den ganzen Tag über andauerte, wurden bis zur Stunde nicht bekannt. Auch die DDR-Nachrichtenagentur ADN, die zunächst von dem Besuch berichtet hatte, machte keine Angaben, wie Wehner nach Ost-Berlin gelangte, wie lange er dort bleiben werde und worüber er verhandle. Dagegen herrscht inzwischen über die Reise von Mischnick Klarheit. Nach Angaben eines FDP-Sprechers hatte Mischnick Anfang der Woche seine Mutter in Dresden besucht. Auf Einladung des Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei der DDR, Gerlach, traf der FDP-Fraktionsvorsitzende heute in Ost-Berlin mit Volkskammerabgeordneten der LDPD zusammen. Für die Opposition erklärte unterdessen der CDU-Abgeordnete Ackermann, die Union wolle sich erst äußern, wenn die Ergebnisse der Gespräche bekannt seien. Die CDU-CSU sei allerdings erstaunt und befremdet über die Geheimhaltung, mit der die Besuche umgeben worden seien. Gestern war Wehner in Ost-Berlin mit Klaus Sorgenich, dem stellvertretenden Vorsitzenden der SED-Fraktion, und mit weiteren Abgeordneten der DDR-Volkskammer zusammengetroffen. Sorgenich ist auch im Zentralkomitee für Staats- und Rechtsfragen zuständig. Wie die DDR-Nachrichtenagentur ADN mitteilte, ist Wehner von der SED-Fraktion in der Volkskammer nach Ost-Berlin eingeladen worden. Gestern Abend gab Sorgenich für den SPD-Fraktionsführer im Gästehaus der DDR-Regierung in Berlin-Niederschönhausen ein Essen, zu dem auch führende Politiker der anderen in der Nationalen Front zusammengeschlossenen Parteien geladen waren. Als nützlich und konstruktiv bezeichnete der französische Staatspräsident Pompidou seinen ersten Gedankenaustausch mit dem amerikanischen Präsident Nixon in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Pompidou warnte nach Angaben eines französischen Sprechers vor der großen Gefahr eines einseitigen Abzugs der amerikanischen Soldaten aus Europa. Auch Nixon soll eine Verringerung der US-Truppen abgelehnt haben. Parallel zu dem Gipfelgespräch trafen sich die Finanz- und Außenminister beider Länder zu getrennten Beratungen. Hier in der nüchternen und kühlen Atmosphäre von Reykjavik sprechen Nixon und Pompidou insgesamt dreimal unter vier Augen, ohne gegenseitig Rücksicht als Gast oder Gastgeber nehmen zu müssen. Dementsprechend offen können sie das wichtigste Thema dieses Treffens behandeln, die Frage nämlich nach dem zukünftigen Verhältnis zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Beide Präsidenten, die schon gestern Abend mit knapp zwei Stunden Abstand auf dem Flughafen Keflavik landeten und dort vom Staatspräsidenten Islands begrüßt wurden, haben in wichtigen Punkten unterschiedliche Meinungen über die von den Amerikanern geforderte Neuordnung der gegenseitigen Beziehungen. Pompidou will zwar das Atlantische Bündnis aufrechterhalten, er möchte aber erreichen, dass Europa als gleichberechtigter Partner akzeptiert wird. Einseitige Zugeständnisse gegenüber den Amerikanern lehnt Pompidou kategorisch ab. Für Präsident Nixon ist Pompidou damit der schwierigste Gesprächspartner unter den europäischen Staatschefs, auch wenn beide sich gegenseitig durchaus sympathisch finden. Nixon wird darum in Reykjavik besonders genau jene Passagen der neuen Atlantischen Charta erläutern,
die in Europa Interesse, in Frankreich jedoch Ablehnung hervorgerufen hat. Präsidentenberater Kissinger, der neben den beiderseitigen Außen-, Wirtschafts- und Finanzministern mit nach Island gekommen ist, wird ihn dabei unterstützen. Heute, am ersten Tag des französisch-amerikanischen Gipfeltreffens, im modernen, erst vor wenigen Monaten eröffneten Kunstmuseum von Reykjavik, konnten Pompidou und Nixon einige der kritischen Fragen ausführlich behandeln. Pompidou dürfte hier seinen Standpunkt wiederholt haben, dass der europäische Agrarmarkt nicht angetastet werden darf und dass währungs- oder handelspolitische Themen nicht mit anderen, zum Beispiel verteidigungspolitischen Fragen, verknüpft werden dürfen. Zumindest in diesem letzten Punkt sind die Amerikaner offenbar bereit, Frankreich und damit auch den anderen europäischen Partnern entgegenzukommen. Für Nixon und Pompidou gibt der isländische Präsident Eldjan am Abend ein Essen. Es gilt als sicher, dass Eldjan auch den Fischereistreit zwischen Island und Großbritannien zur Sprache bringen wird. Bereits gestern Abend soll es Nixon abgelehnt haben, sich in diesen Konflikt einzumischen. Über die Erwartungen, die in den Vereinigten Staaten an das französisch-amerikanische Gipfelgespräch geknüpft werden, nun aus Washington, Wolf von Lojewski. Nixon macht einen Abstecher in die Außenpolitik, während sich die Krise zu Hause mehr und mehr auf seine Person konzentriert. Schon der Ort des Treffens, das mehr vom Krieg um den Kabeljau als von den Diskussionen um eine neue atlantische Charta bewegte Island, gibt wenig Anlass zu dem Optimismus. Glanzvolle außenpolitische Ereignisse könnten Watergate von den ersten Seiten der amerikanischen Zeitungen verdrängen. Nixon wollte nicht nach Paris und Pompidou weigerte sich, nach Washington zu kommen. Und so traf man sich auf halbem Wege. In der Sache sind es vor allem die Wirtschaftler, die mit konkreten Erwartungen nach Reykjavik schauen, die von dem Treffen der beiden Staatsmänner vor allem einen Beitrag zur Stabilisierung der Weltwährung erhoffen. Der Wunsch der Amerikaner, dies in einem Block mit handels- und verteidigungspolitischen Fragen zu erörtern, dürfte bei dem jetzt begonnenen Gespräch auf noch mehr Zurückhaltung stoßen als vorher bei den Treffen mit Edward Heath und Willy Brandt. Irgendein Resultat ihres Treffens, das dem Ereignis Pathos verleihen könnte, wäre für den amerikanischen Regierungschef eine wertvolle Schützenhilfe bei der Lösung seines Problems, das zu Hause auf ihn wartet, kaum dass er wieder aus dem Flugzeug steigt. Watergate und immer wieder Watergate. Bei den Vorbereitungsgesprächen für die Europäische Sicherheitskonferenz in Helsinki haben sich die Botschafter der 34 Teilnehmerstaaten heute weitgehend über einen Katalog von Prinzipien geeinigt, der auf der Hauptkonferenz verabschiedet werden soll. Dazu gehören ein Gewaltverzicht, die Unverletzlichkeit der Grenzen, die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, die Respektierung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie das Selbstbestimmungsrecht der Völker und eine friedliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Vor einem neuen Krieg mit Israel hat der jordanische König Hussein gewarnt. Libanesische Zeitungen veröffentlichten heute den Text eines geheimen Tagesbefehls, den Hussein am 13. Mai erlassen haben soll. Die arabische Welt, so heißt es darin, sei heute noch zerstrittener als vor dem Junikrieg 1967. Sein Land werde sich deshalb nicht an einer neuen militärischen Auseinandersetzung beteiligen. Der israelische Verteidigungsminister Dayan beschuldigte Ägypten heute, nicht nur vom Krieg zu sprechen, sondern ihn auch aktiv vorzubereiten. Vor Wirtschaftsvertretern in Jerusalem äußerte sich Dayan außerdem besorgt über die Waffenkäufe arabischer Staaten. Bewaffnete Luftpiraten haben ein kolumbianisches Verkehrsflugzeug in ihre Gewalt gebracht und zur Landung auf der niederländischen Antilleninsel Aruba gezwungen. Mehr als 30 Frauen und Kinder durften dort das Flugzeug verlassen. Die Entführer drohen damit, die Maschine mit den übrigen Passagieren und Besatzungsmitgliedern in die Luft zu sprengen, wenn die Regierung in Bogotá nicht 140 politische Gefangene freilässt und $400.000 Lösegeld zahlt. Der Versuch der Piraten, am Nachmittag nach Lima zu starten, misslang wegen eines Maschinenschadens. Über der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist vor 2 Stunden ein Passagierflugzeug abgestürzt. Nach letzten Meldungen ist zu befürchten, dass alle 118 Insassen der aus Madras kommenden Maschine der Indian Airlines ums Leben gekommen sind. Die Präsidentenwahl in der Republik Irland hat einen überraschenden Ausgang genommen. Der Kandidat der Oppositionspartei Fianna Fáil, der 68-jährige Protestant Childers, konnte die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Sein Mitbewerber um das Amt des Staatspräsidenten O'Higgins von der irischen Regierungspartei, hier vor dem Wahlgang, gab sich am Nachmittag geschlagen. Bei den Wahlen zu den 26 nordirischen Bezirksräten sind trotz des Boykottaufrufes durch die illegale irisch-republikanische Armee
etwa 70% der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen. Der britische Nordirlandminister Whitelaw bezeichnete die relativ hohe Beteiligung als einen wesentlichen Schritt zum Frieden. Aachens Oberbürgermeister Holsch überreichte heute dem 86-jährigen spanischen Kulturhistoriker und Schriftsteller Salvador de Madariaga den internationalen Karlspreis der Stadt. Der seit 34 Jahren im Exil lebende Spanier wurde damit für seine Bemühungen um die Einheit Europas geehrt. Die Verdienste de Madariagas würdigte Bundesaußenminister Scheel. In den Prinzipien, die er verteidigt und hochhielt, sind wir uns alle einig. Diese Grundsätze kennen keine Privilegierten und schließen niemanden aus. Ihnen, sehr verehrter Don Salvador de Madariaga, war es stets um Europa zu tun, um das ganze Europa. Dieses unermüdliche Streben um Freiheit und Gerechtigkeit wird heute in Aachen geehrt und in ganz Europa gewürdigt. Ohne konkrete Vereinbarungen ging am frühen Morgen in Krefeld nach 19-stündiger Dauer das Spitzengespräch der Tarifpartner in der Metallindustrie zu Ende. Bei dem Meinungsaustausch über die geplante Änderung der Schlichtungs- und Schiedsordnung wurden nach Angaben beider Seiten auch Lohnfragen erörtert. Zum Ausgleich für den Kaufkraftverlust seit der Tariferhöhung um 8,5% Anfang des Jahres schlug die IG Metall vor, die Urlaubsregelung vorzeitig zu verbessern. Dazu erklärte ein Sprecher der Arbeitgeber, der Wunsch nach einem zusätzlichen Urlaubsgeld müsse zunächst von den betreffenden Gremien eingehend geprüft werden. Der neue Bummelstreik der Fluglotsen hat schon am ersten Tag zu stundenlangen Verspätungen auf den deutschen Flughäfen geführt. Dem unbefristeten Dienst nach Vorschrift haben sich inzwischen auch die Flugsicherungstechniker angeschlossen. Der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Flugleiter, Kassebohm, lehnte es heute ab, die Lotsen zu normaler Arbeitsweise aufzurufen. Zugleich verwies Kassebohm noch einmal auf mehrfache Zusagen der Bundesregierung nach strukturellen und finanziellen Verbesserungen, die alle nicht eingehalten worden seien. Und so sah es heute auf den Flughäfen der Bundesrepublik aus. Hier in Frankfurt mussten die Verkehrsmaschinen auf das Go der Fluglotsen im Durchschnitt zwar nur eine halbe Stunde warten. In Düsseldorf gab es jedoch Verspätungen bis zu 6 Stunden. Angesichts der chaotischen Lage hat die Lufthansa empfohlen, auf innerdeutschen Strecken andere Verkehrsmittel als das Flugzeug zu wählen. Bis zum Nachmittag musste die Fluggesellschaft mehr als 50 Flüge ausfallen lassen. Über Flugplanänderungen und Verspätungen geben telefonische Anrufbeantworter Auskunft. Obwohl der Berlin-Verkehr nach Angaben der Bundesanstalt für Flugsicherung vorrangig abgefertigt wurde, mussten auch hier die Reisenden erhebliche Zeitverluste hinnehmen. Die britische Fluggesellschaft BEA und das amerikanische Flugunternehmen Pan Am berichteten heute auf der Berlin-Route von Verspätungen bis zu 1 Stunde. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 1. Juni. Ausläufer der atlantischen Tiefs wandern an der Westseite des osteuropäischen Hochs über Deutschland nach Skandinavien. Sie führen kühlere Meeresluft nach Nordwesten und schwüle Mittelmeerluft in das übrige Deutschland. Die Vorhersage bis morgen Abend. In den Morgenstunden örtlich Dunst- oder Nebelfelder. Dann in ganz Deutschland anfangs veränderlich, zeitweise stark bewölkt mit nur kurzen Aufheiterungen, vereinzelt Regen oder Gewitter. Später im Nordwesten Bewölkungsrückgang und gewittrige Schauer. Am Alpen-Nordrand zunehmend föhnig. Tiefstemperaturen um 12 Grad, Höchsttemperaturen 22 bis 25 Grad, im Norden nur um 18 Grad. Schwacher, gelegentlich mäßiger Wind aus Süd, im Nordwesten auf westliche Richtungen drehend. Wir melden uns wieder mit unserer zweiten Abendausgabe um 22.30 Uhr.